Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier wieder in Jalaheim. In der letzten Folge haben wir ja das fünfte Kapitel von Token gemacht, weil ich ja einen Zeitblocker reingehauen bekommen hatte. Und jetzt machen wir hier bei E-Main und der Jobbik-Gazette weiter. Kleine Info vorweg. Ich werde jetzt ein bisschen vorproduzieren müssen, da in 2 Tagen Hogwarts Legacy rauskommt und ich das Spiel spielen werde und wahrscheinlich sehr viel spielen werde. Deswegen werde ich ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die nächsten Folgen nicht ganz zusammenhängende Storys haben. Wie ich das mache, muss ich noch gucken. Nur als kleine Vorwarnung. Wenn ihr was im Hintergrund hört, das sind meine Katzen. Wenn ihr was klopfen hört, das sind meine Beine. Die sind zwar gerade aktuell noch ganz ruhig, aber ich kenne meine Beine, das kann sich ganz schnell wieder ändern. Noch was? Ach ja, eigentlich hatte ich geplant, dass Foxy uns bei Folge 350 verlässt, beziehungsweise zu Folge 350 ihre letzte Folge sein wird. Allerdings habe ich gerade nicht so wirklich Zeit, sie auszuleveln. Und sie ist erst auf Level 11. Deswegen wird sie noch bis Folge 360 dabei sein. Und dann Folge 360 wird ihre letzte Folge sein. Dann kommt das Pferdekaufvideo des neuen Pferdes. Und ab Folge 361 geht es dann mit dem neuen Pferd weiter. Ja, ich weiß auch noch nicht, was für Pferde ich mir kaufe. Keine Ahnung. Aber jetzt machen wir hier bei E-Main weiter. Ich muss mal kurz mein Mikrofon umstellen und ein Schlückchen trinken. Könnt ihr auch gern machen. Trinken ist wichtig. Ich habe hier Sprudelwasser aus dem, darf ich die Marke sagen? Aus dem Sodasprudler. Schön. Okay, jetzt aber. Hallo Imane. Wir erinnern uns, die letzte Folge ist ja schon etwas her, zumindest für mich. Die Aufnahme ist, ich glaube, eine Woche her oder so, keine Ahnung. Wir haben Imane kennengelernt, wir haben ihr mit der Jobbik-Gazette geholfen, wir haben Storys für sie gesammelt, sowohl für rein als auch für auf die Titelseite. Und dann haben wir einen Zeitblocker reingehauen bekommen, weil wir natürlich warten mussten, bis die Jobbik-Gazette gedruckt wird. Genau. Lucky, wo bist du? Nein, Lucky ist kein Haustier. Er ist mein Füller. Kannst du mir suchen helfen? Er muss hier irgendwo sein. Okay. Dann gehen wir einen Füller suchen. Wie ruft man einen Füller? Hier, Lucky. Hier, Lucky. Ich habe eine leckere Tintenpatrone für dich. Ganz frisch aus dem Glas. Habt ihr das? Also, was heißt früher? Ich weiß nicht, wie das heute ist mit den Füllern, aber als ich doch zur Schule gegangen bin, gab es in den Patronen so kleine Kügelchen. Und ich glaube, ich habe die von der 5. an gesammelt bis zur 10. dann. Und ganz witzige Sache. Ich hatte halt so eine kleine Schachtel. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Schachtel war. Und da waren die ganzen Kügelchen drin. Und die hatte ich bei mir im Mäppchen drin liegen. Und ich wollte die letzte Kugel, wollte ich da reinmachen, die ich gebraucht habe, weil ich den letzten Füller benutzt, das letzte Mal mit Füller geschrieben habe. Wollte ich da reinmachen. Da kommt ein Klassenkamerad von mir, macht einmal mit der, also ich hatte die halt so in der Hand, klopft einmal mit seiner Hand unten gegen das Döschen und die ganzen Kugeln sind durch den Klassenraum geflogen. Fand meine Lehrerin super toll. Hat ihr richtig viel Spaß bei gehabt. Vor allem, die gute Frau ist immer mit Stöckelschuhen gekommen. Und die hat sich beinahe hingelegt, weil sie auf diesem Kügelchen rumgerutscht ist. Ja. Aber ich habe wenigstens keinen Ärger bekommen, weil das war ja nicht meine Absicht. Aber das war schon wirklich traurig. Da habe ich 5 Jahre lang diese Kügelchen gesammelt, wollte die letzte Kugel reintun und dann macht mir einfach ein Klassenkamerad einen Strich durch die Rechnung. Ich finde ihn einfach nicht. Ein Journalist ohne Stift? Ich bin quasi nicht mehr ich selbst.
Könntest du zum Jorvik-Stall reiten und etwas Heu für Sahara besorgen? Ich wollte gerade los, als plötzlich mein Stift weg war. Ich muss weitersuchen. Oh, Lucky, wo bist du nur? Natürlich. Wir gehen natürlich gerne Heu fürs Pferdchen holen. Pferdchen hat Hunger, Pferdchen braucht Heu. Ich nehme das hier übrigens gerade am 5.2. auf. Die Folge sollte auch am 5.2. kommen. Ich bin schon so gehypt auf Hogwarts Legacy. Ohne Witz. Freue ich mich richtig drauf. Kommt natürlich auch auf dem Kanal. Die erste Folge nehmen mein Mann und ich übrigens zusammen auf. Also falls uns verrückte Hühner jemand zuhören möchte. Oh, ich freue mich so sehr. Auch, dass ich mit meinem Mann aufnehmen kann. Ist immer so schön, wenn wir beide zusammen aufnehmen, weil wir nur Blödsinn im Kopf haben. Okay. Wir haben Heu. Hast du deinen Stift gefunden? Danke für das Heu, aber mein Füller ist immer noch weg. Okay, du fragst dich sicher, warum ich das jetzt so mitnimmt. Lucky ist nicht irgendein Stift. Er ist an meinem Schlüsselbund. Und daran ist der Schlüssel zum Büro der Jorvik-Gazette. Ohne Lucky können wir also die erste Aufgabe der Jorvik-Gazette gar nicht unters Volk bringen. Das wäre eine Katastrophe. Ich habe keine Idee mehr, wo ich noch suchen könnte. Könnten wir vielleicht die Leute fragen? Ja, machen wir das. Bestimmt hat ihn jemand gesehen. Okay. Hier fragen wir mal den Stadtwächter hier. Okay. Du suchst einen Stift? In der Kiste mit den Fundsachen der Stadt habe ich einen gesehen. Die Leute sind heutzutage so vergesslich. Lassen alles liegen. Leichtsinnig, wenn du mich fragst. Was wolltest du noch gleich? Wurde der überarbeitet? Hat der schon immer diese Brille aufgehabt? Ich war der Meinung, der sah eigentlich anders aus. Nö. Sah tatsächlich immer schon so aus. Ich komme mir so unbekannt vor. Wir müssen wieder zurück zu E-Mail. Oh, Lucky, ich verliere dich nie wieder. Okay, bring mir die Zeitung in die Straßen. Wir sind drin. Und hier sind die Zeitungen. Frisch aus der Druckerpresse. Gut, dann gehen wir jetzt mal die Zeitung verteilen. Entschuldigt, ich habe gerade irgendwas im Hals. Der findet das gerade nicht so toll, dass ich jetzt aufnehme. Ich habe die Nacht auch übrigens nichts geschlafen. Also wenn ich irgendwie mich verhaspel oder so, tut's mir leid. Mir ging es gestern Abend nicht so dolle. Und ich hatte dann ehrlich gesagt Angst zu schlafen, weil ich nicht mit meinem Kopf alleine sein wollte. Also habe ich die ganze Nacht lang gezockt. Und das sogar der Xbox. Xbox. Ich bin kein Konsolenspieler. Okay, dann bringen wir jetzt mal hier die Zeitung unter die Leute. Ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was wir jetzt draufgepackt hatten. So, haben's erledigt. Unsere erste Auflage hat ihre Leser erreicht. Derek hat gesagt, er kann einen Stapel Zeitung in Silverglade austragen. Er ist gerade angekommen, um sie mitzunehmen. Kannst du ihm die Zeitung geben, damit er losgehen kann? Natürlich, wenn du mir sagst, wo die Zeitung ist. Haben wir den Stapel schon oder was ist los? Ach, da hinten steht er. Ich kann es nicht fassen. Du hast tatsächlich eine Zeitung gemacht. Wow, von bescheidenen Anfängen zu veröffentlichen Journalistinnen. Herzlichen Glückwunsch. Dann will ich die Zeitung mal lesen. Oh, ihr habt meine Geschichte gebracht. Ich fühle mich geehrt. Hier ist das toll. Schön, dann kriegt Silverglade die auch. Das war's, wir haben es geschafft. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Wir müssen unsere harte Arbeit gebührend feiern. Aber erst möchte ich noch etwas sagen. Als ich diese Reise begann, hätte ich niemals erwartet, dass es mir so viel Spaß machen würde. Ich habe für die Zeitung meiner Highschool geschrieben und nach meinem Abschluss habe ich den Namen mitgenommen und beschlossen, eine Lokalzeitung zu schaffen. Mit dem Besten daran hatte ich nicht gerechnet. Dadurch habe ich neue Freunde gefunden. Sahara und ich sind so froh, dich und Foxy kennengelernt zu haben.
Genug rührseliges Gerede. Jetzt lesen wir unsere Zeitung. Na los, da ist sie. Schlagzeile. Märchenhafte Marschengas-Mysterien durch neuen historischen Fund aufgedeckt. Über das bezaubernde Schloss, das über Golden Hills thront, und über die königliche Familie, die dort jahrhundertelang residiert haben soll, ist nur wenig bekannt. Die ortsansässigen Geschichten begeisterte Luciana hat uns alles über die georgische Königsfamilie erzählt. Das Schloss selbst ist noch gar nicht so alt. Es wurde im 18. Jahrhundert erbaut, aber die Fundamente lassen darauf schließen, dass an seiner Stelle vorher ein noch älteres Gebäude stand, erläuterte Luciana. Die JWKZ hat sich bemüht, die Bewohner des Schlosses, falls es welche gibt, zu erreichen, um ein Gespräch zu bitten, hat aber noch keine Antwort erhalten. Reitsportteil, die legendären Araber der Goldspurs. Pferdeliebhaber auf der ganzen Insel wissen es. Die Goldspurfarm züchtet seit Urzeiten die besten Araberpferde. Aber wie ist es dazu gekommen? In diesem exklusiven Interview verrät der Mann hinter dem berühmten Stall die Hintergründe. Alles begann, als ich noch ein kleiner Junge war, erzählte Jakob mit wehmütigem Blick. Mein Vater hat mir damals mein erstes Pferd geschenkt. Und ich ahnte nicht, wie sehr das mein Leben verändern würde. Klatschspalte. Die finsteren Pläne der GED. Von einer anonymen Quelle haben wir erfahren, dass die GED-Baustellen auf der ganzen Insel eine Tarnung für weitaus schlimmere Vorhaben sind. Es wurden Behauptungen über ruchlose Machenschaften des Unternehmens aufgestellt, die Fragen wie diese aufwerfen. Warum laufen die GED-Mitarbeiter den ganzen Tag dort herum und tun nichts? Woher bekommen sie ihre Mittel? Es kursieren Gerüchte, nach denen alles nur ein Schachzug ist, um die Menschen vor etwas Wichtigerem abzulenken. Der Wahrheit. Extrabericht. Die erste Jorvik'sche Post. Vor einem Jahrhundert unternahm Mustang Miles seinen ersten Ritt für die späteren Postzusteller Dienst Jorvik's. Sein Ur-Urgroßneffe Derek tritt heute in seine Fußstapfen. Impressum, Imane Highcantle und Tilda. Ist sie nicht toll geworden? Ich bin deiner Meinung gefolgt und habe dir Geschichten abgedruckt, die dir am besten gefallen haben. Wir sind ein tolles Team. Danke, dass du mir geholfen hast, die JWKZ ins Leben zu rufen. Immer wieder gern. Journalistinnen müssen stets auf ihre Arbeit vor Ort vorbereitet sein. Also nimm das hier. Hoffentlich werden wir wieder einmal zusammen an der Gazette arbeiten. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Wir haben nämlich jetzt gerade aktuell leider nur noch Ruffarm bei ihr. Und wir kriegen nicht mal bei ihr Ruf, sondern wir kriegen tatsächlich nur für Jalaheim Ruf. Was ich ein bisschen schade finde. Deswegen hoffe ich, dass es ja hoffentlich schnell wieder neue Quests gibt. Um die Jorvik-Gazette. Weil es hat mir wirklich Spaß gemacht, rumzureiten, die Leute zu interviewen. Und dann auch natürlich zu gucken, was für Sachen packt man drauf. Ich weiß, dass es bei Star Stable wahrscheinlich niemals passieren wird, aber ich würde mir wirklich mal wünschen, dass wir, dass unsere Entscheidungen in die Geschichte mit einfließen. Weil es ist, ja, es ist egal, was wir machen, die Geschichte geht immer gleich aus. Ich würde mir das wirklich wünschen, dass wir einfach ein bisschen mehr, ja, Entscheidungsgewalt hätten, quasi. Und dann auch zum Beispiel sowas wie die Jorvik-Gazette dann auch wirklich Gewicht hat. Jetzt nicht unbedingt in der Story, aber dass die Leute zum Beispiel dann der GED gegenüber etwas misstrauischer werden. Dass die GED es dadurch zum Beispiel schwieriger hat oder so. Das wäre schon cool, fände ich schon cool. Könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Da ich aber so viel gequatscht habe in dieser Folge, werden wir noch nach Silverclade gehen. Da gab es nämlich letzte Woche ein Update. Beziehungsweise diese Woche. Diese Woche gab es ein Update. Ich bin falsch geritten, sorry. Und zwar wurden da zwei neue Rennen vorgestellt. Und die möchte ich jetzt mit euch machen. Einfach aus dem Grund, weil ich am Anfang so viel gequatscht habe und eben auch noch. So. Direkt hier nämlich an Steves Farm haben wir ja die Koppel. Wenn man hier an den Pferden vorbeireitet, haben wir diese hübsche kleine Koppel hier. Und hier steht der gute Tai mit seinem Frosch Quarkosaurus. Die Frösche gibt es leider aktuell nicht zu kaufen. Lucy, könntest du bitte den Kratzbaum nutzen statt die Couch? Das heißt dann wohl nein. Danke.
Früher gab es die Frösche tatsächlich zu kaufen. Die gab es immer mal wieder. Glaube ich. Ja, doch, früher gab es sie zu kaufen, aber mittlerweile, ja, gibt sie leider nicht mehr. Ich heiße Tai und ich liebe das Springen. Mit einem Pferd meine ich. Ich renne nicht springend durch die Gegend. Aber wem es gefällt, warum nicht? Spring los, wenn du magst. Das war jetzt völlig daneben, oder? Können wir vielleicht nochmal von vorne anfangen? Ja, klar. Hallo, Fremde. Hast du dir nicht schon immer eine Möglichkeit für etwas Springgymnastik gewünscht, ehe es an die richtigen Rennen geht? Tja, dann bist du am richtigen Ort gelandet. Oder bei der richtigen Person. Und damit meine ich mich. Seit ich wegen des Reitlagers nach Jorvik kam, habe ich von einem Ort geträumt, an dem ich epische Sprünge üben kann, ohne die Blamage gesehen zu werden, wenn ich dabei vom Pferd falle. Ich bin damals auch wegen des Reitlagers hergekommen. Es fühlt sich an, als wäre ich schon ewig auf Jorvik. Ach ja, deswegen war ich ja auch damals nach Jorvik gekommen. Ganz vergessen. Ich bin damals auch wegen dem Reitlager gekommen. Wegen des Reitlagers. Dann verstehst du ja, worum es mir geht. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Nein, Aydin hat uns zusammengeführt. Jedenfalls habe ich zwei Springgymnastikübungen auf die Beine gestellt und es wäre mir eine Ehre, wenn du sie ausprobieren würdest. Ja, machen wir doch gerne. Willkommen zu meiner ersten Springgymnastikübung. Egal, ob du Springanfängerin oder schon ein erfahrener Profi bist, diese Strecke umfasst alle Grundlagen, um dich und dein Pferd auf den Ernstfall vorzubereiten. Ja, ich habe die Rennen auf Mackenzie schon gemacht. Sind wirklich schöne Rennen. Habe ich mich sehr gefreut, dass mal wieder ein paar neue Rennen reinkamen. Weil jedes Rennen natürlich sorgt dafür, dass meine Pferde schneller ausgelevelt sind. Ja. Finde ich sehr schön. Ich mag auch die Musik dabei sehr. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass gerade bei sowas Star Stable so eine kleine Einblendung macht. Was für eine Musik die gerade abspielen. Weil ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich höre mir auch. Oh, Lucy, bitte lass das Maus. Ich höre mir auch privat einfach die Lieder von Star Stable an. Die von Lisa Patterson und so. Die höre ich mir alle an, wenn ich zum Beispiel aufräume oder spüle oder so. Ich mag die Lieder einfach. Und manchmal habe ich halt Bock auf ein bestimmtes Lied und dann ich verbinde das dann halt mit irgendeinem Biom quasi in Star Stable. Deswegen würde ich mir schon wünschen, dass sie das reinbringen. Das hast du klasse gemacht. Wie machst du das nur? Du weißt schon, dass du nicht von Foxy runterfliegst. Ich muss wohl noch etwas üben. Dann wollen wir mal noch einen drauflegen. Bist du bereit für meine zweite Springgymnastikübung? Gestaltet mit der Hilfe eines Profi-Hüpfers. Damit meine ich meinen Frosch Quarkosaurus. Quarkosaurus. Süß. Hallo Lucy. Ja, jetzt habe ich den Sprung verpasst. Wenn ich mich auf die Katze konzentriert habe. Ich weiß nicht. Also, irgendwie riechen die Katzen das, wenn ich aufnehme. Ich habe dem eben lagen die hier, die haben gepennt, nichts war passiert. Ich starte OBS und zack, die Katze ist wach. Der Kater ist über die Couch gejumpt, als wär er von der Tarante gestochen worden. Die riechen das einfach. Die wollen halt auch ins Internet. Oh, die Musik ist auch schön. So. Ja, die Rennen waren toll. Wenn das hier die große jorvikische Springreitmeisterschaft wäre, hättest du Gold geholt. Ist es aber nicht, deswegen gibt es leider keinen Pokal. Aber warte, ich habe ein Zuckerstück für Foxy. Gutes Pferdchen. Ja, das war's dann auch für diese Folge. Ich gucke mal, wo wir in der nächsten Folge weitermachen. Lasst euch überraschen. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.